und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Diogenes-Bücher und das liegt daran, dass ich immer mal wieder gefragt wurde, ob ich nicht mal meine Diogenes-Sammlung zeigen kann oder was denn meine Favoriten sind. Und deshalb dachte ich mir, wir gehen einfach mal meine ganzen Diogenes-Bücher durch und das wollen wir heute machen. Zu eurer Information, dieses Video ist nicht von Diogenes gesponsert und auch nicht in Kooperation mit dem Verlag entstanden, sondern eher, weil es euch scheinbar interessiert, dementsprechend hier sind wir. Nichtsdestotrotz sind einige ältere Rezensionsexemplare in diesem Video enthalten, die mir in den letzten Monaten und Jahren mal zugeschickt wurden und die ich auch rezensiert habe. Die Rezensionen packe ich euch aber sehr gerne in die Infobox. Wenn ihr also mehr wissen wollt, dann findet ihr zu den Büchern, die ich einzeln rezensiert habe, dort nochmal Videos. Aber ich würde sagen, wir starten einfach und ich habe es mir jetzt im Vorfeld nicht zu sehr angeschaut, was jetzt alles gelesen ist und was nicht. Ich würde jetzt erstmal mit den gelesenen Büchern anfangen, kann euch da also auch schon entsprechende Empfehlungen geben. Aber zum Schluss wollen wir natürlich auch mal schauen, wie sieht es denn mit meinem Sub aus? Ich habe nämlich das Gefühl, von den Diogenes-Büchern habe ich schon viele gelesen. Also ich glaube, meine Subquote ist ja jetzt nicht extrem hoch, aber trotzdem finde ich es mal ganz spannend zu sehen und macht euch also mit mir gemeinsam auf die Suche nach meinem Diogenes-Sub. Aber erstmal beginnen wir mit den Büchern, die ich gelesen habe. Und ich würde einfach mal ganz links anfangen. Und da ist der erste belesene Autor, Fuminori Nakamura. Der gehört auch so ein bisschen zu meinem Start mit Diogenes. Mein Start mit Diogenes war natürlich eigentlich irgendwann in der Schule, denn für mich war Diogenes, zumindest in meiner Jugend, so ein typischer Verlag, der Schullektüren rausbringt. Natürlich weiß ich inzwischen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Diogenes verlegt einfach nur einige Klassiker, aber generell würde ich sagen, haben sie sich eher der Literatur und Belletristik verschrieben und deshalb finde ich da auch ganz viel. Das Programm ist unheimlich toll kuratiert und ausgewählt. Ich finde es immer wieder großartig, wie viel ich da doch finde, das mich interessiert in den neuen Programmen. Aber so richtig gestartet ist es für mich damals irgendwie mit Onkel Toms Hütte oder dem Vorleser, den wir im Deutschunterricht gelesen haben. Ja, aber zurück zu Fuminori Nakamura. Und zwar war ich damals auf der Litblog-Convention, war das 2017 oder 2018? Ich weiß es nicht, aber irgendwie so in dem Dreh. Auf jeden Fall, habe ich da die Maske mitgenommen. Unter anderem, ein zweites Buch war auch noch dabei, zeige ich euch gleich. Aber die Maske hat mich unheimlich beeindruckt. Fuminori Nakamura schreibt einfach Bücher, die sich teilweise anfühlen wie ein Krimi oder Thriller, die aber deutlich mehr Fokus auf eine Person, auf einen Charakter legen und auch sehr viel mehr Innenleben erzählen als ein ganz normaler Thriller. Und ich würde diese Bücher auch eher als Romane beschreiben. Auf jeden Fall sind alle drei Werke, die bisher von Fuminori Nakamura auf Deutsch erschienen sind, auch im Diogenes Verlag erschienen. Das waren Die Maske, Der Revolver und Der Dieb und alle drei Bücher fand ich echt toll. Also dementsprechend eine riesige Empfehlung von mir, sich diesen Autoren mal anzusehen. Ich verschenke Fuminori Nakamura auch regelmäßig, weil das einfach so ein Autor ist, dessen Bücher, glaube ich, viele Geschmäcker gleichzeitig treffen. Es ist nämlich echt was, das sowohl etwas für Leute ist, die eher ruhigere Romane lesen, als auch solche, die eher Richtung Spannungsliteratur tendieren. Also deshalb ist es für mich echt so ein richtig toller Allrounder und ich kann alle drei Bücher von ihm empfehlen. Es ist einer meiner liebsten Diogenes-AutorInnen und ich kann es einfach empfehlen. Und ich muss mich ein bisschen ranhalten. Ich habe, glaube ich, schon ewig nicht mehr über so viele Bücher in einem Video gesprochen. Deshalb muss ich erstmal meine Geschwindigkeit finden. J. Paul Henderson, Der Vater, der vom Himmel fiel. Das war im Endeffekt im Erwachsenenalter so mein Startschuss mit Diogenes. Also Fuminori Nakamura hat mich dann nochmal deutlich geschubst. Aber das erste Buch, das ich dann wirklich nach 10 Jahren oder was, das erste Mal wieder und vor allen Dingen zum ersten Mal aus eigenem Antrieb im Diogenes Verlag gelesen habe, war dieses hier. Und hierin geht es um den Tod eines Vaters und um einen Sohn, der eigentlich mit der Familie abgeschlossen hat, aber aufgrund des Todes des Vaters dann doch wieder zur Familie kommt. Und es gibt einige Geheimnisse und einige Konflikte, die hier
beschrieben und teilweise auch gelöst werden. Und es hat mir super gut gefallen. Das, würde ich sagen, geht eher in Richtung Unterhaltung. Aber es ist nicht zu seicht. Es hat mir sehr gut gefallen. Und auch das ist ein Buch, das ich relativ universell empfehlen kann. Ich mache es jetzt ein bisschen schlauer und lege einfach die Bücher weg, die ich euch schon gezeigt habe. Denn dann sehen wir hier ganz viele Lücken und sehen dann auf einen Blick meinen Sub, wenn wir fertig sind. Dann habe ich hier so einen kleinen Packen gemischter Bücher. Und zwar einmal Rohstoff von Jörg Fauser. Diogenes hat es sich ja jetzt zur Aufgabe gemacht, den Fauser neu aufzulegen, und das Buch hat mich ziemlich angesprochen. Es ist ein Buch, das auch viele Parallelen zu Fausers richtigem Leben hat, und es geht um einen jungen Mann, der sich irgendwie mit Jobs durchschlägt, die ihn nicht glücklich machen, aber eigentlich möchte er eben schreiben. Es geht aber auch um viele Drogenexzesse und wie er ja durch die Jahre kommt, was für Höhen, aber vor allen Dingen was auch für Tiefen er durchleben muss. Und ich fand es wirklich toll geschrieben. Es ist vielleicht ein etwas wirrer Roman, der nicht für jeden etwas ist. Nichtsdestotrotz ist es einer meiner Lieblinge. Dann haben wir hier noch Olga von Bernhard Schlink. Hier begleiten wir Olga über ihr ganzes Leben. Und das war auch ein Roman, der mich sehr begeistert hat, weil wir hier wirklich durch die verschiedensten Jahrzehnte gehen, quasi fast durch die letzten 100 Jahre. Das fand ich unheimlich toll, und es geht gewissermaßen auch um eine Liebesgeschichte, aber um eine unerfüllte Liebesgeschichte, und ich mochte dieses Buch sehr gern. Ein Buch, das für mich so eine kleine Überraschung war, war Rheinsee von Anne Reinicke. Anne Reinicke hat dann eben auch bei der Lit-Blog-Convention, bei der ich war, gelesen. Das war richtig toll, und das Buch ist sogar signiert, aber ich habe dieses Buch quasi nie gelesen, zumindest nicht als Buch. Ich habe es als Hörbuch gehört, was auch mega gut war. Es geht um den Sohn zweier Künstler. Er ist natürlich auch Künstler, aber er kommt mit seinen Eltern absolut nicht klar. Doch dann hat die Mutter eine OP, die sie wahrscheinlich nicht überleben wird, und der Vater nimmt sich daraufhin das Leben, während die Mutter die OP aber überlebt, und der Sohn befindet sich dann plötzlich in einer völlig falschen Welt, denn natürlich fasst er sich ein Herz und fährt zu seiner Mutter, die dann eben nach ihrer OP aufgewacht ist, aber es ist nichts, wie es vorher war. Das ist an manchen Stellen ganz gut. Es ist einfach eine Aufarbeitung des Ganzen, und das hat natürlich auch einen gewissen Humor. Das mochte ich sehr gern. Es ist vielleicht nicht mein allerliebstes Buch aus dem Diogenes Verlag, aber nichtsdestotrotz fand ich es empfehlenswert, und gerade das Hörbuch kann ich echt empfehlen. Der Sprecher macht das ganz, ganz großartig, und ich hätte mich echt wegschmeißen können an manch einer Stelle. Ja, jetzt kommt mein absolut liebster Autor aus dem Diogenes Verlag, der nicht von seinem Thron zu stoßen ist. Und zwar Benedikt Welz. Ich habe alle Bücher von ihm gelesen. Ich warte sehnsüchtig auf ein weiteres Buch von ihm, einfach weil ich durch bin. Er hat ein wahnsinniges Talent dafür, Menschen einzufangen, Charaktere einzufangen. Und es wirkt auch jedes Mal so, als wären das nicht einfach nur Charaktere, die für diese Handlung oder diese Bücher erfunden wurden, sondern als hätte Benedikt Welz ihnen echtes Leben eingehaucht. Und ich liebe es so sehr. Ich liebe es, dass die Charaktere in diesen Büchern immer so ein bisschen kaputt sind. Ich liebe es aber auch, ja, wie damit umgegangen wird und wie Benedikt Welz diesem Dramatischen dann doch immer ein bisschen Wärme, ein bisschen Liebe einhauchen kann. Und ach, es ist einfach herrlich. Ich kann euch Benedikt Welz nur empfehlen. Also wenn ihr einen Autoren aus dem Diogenes Verlag unbedingt lesen solltet, zumindest meiner Meinung nach, dann ist es Benedikt Welz. Also ich werde jetzt natürlich nicht durch jedes einzelne Buch durchgehen. Seine Charaktere sind in der Regel irgendwo zwischen 20 und 40. Es ist sehr unterschiedlich. Die Geschichten haben auch nicht immer das gleiche Thema. Vielleicht bis auf die Tatsache, dass unsere Charaktere natürlich alle ihre Traumata haben, die mal mehr, mal weniger groß sind. Aber eigentlich kann man sie, glaube ich, nicht vergleichen. Also ja, ich würde sagen, mein allerliebstes Buch von Benedikt Welz ist Becks letzter Sommer. Das zeige ich euch gefühlt alle 5 Videos mal. Es ist großartig, aber auch Spinner, also seinen eigentlichen Erstling, fand ich ganz, ganz toll. Das einzige Buch von ihm, was für mich ein bisschen hinkt, ist Fast genial. Und das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe, war Vom Ende der Einsamkeit. Das fand ich auch
sehr traurig und sehr gut, aber ich finde es immer noch schade, dass dieses Buch quasi so unheimlich präsent ist, während die anderen immer so ein bisschen hinten runterfallen. Es ist gut, aber es ist meiner Meinung nach nicht das Stärkste von ihm. Von daher, wenn ihr vielleicht auch dieses Buch schon gelesen habt, dann liest doch mal seine anderen Bücher, die sind auch gut. Und zu guter Letzt, ein Buch, das mich total überrascht hat, ist seine Kurzgeschichtensammlung. Und bei Kurzgeschichtensammlungen ist ja das Problem immer, dass einen in der Regel nicht alle Geschichten interessieren und packen. Aber hier war es anders, zumindest für mich. Ich fand alle Geschichten echt toll. Und ja, eine Geschichte handelt hier von Star Wars, falls es euch interessiert. Aber die Geschichten bedienen sich verschiedenster Genres. Also alles ist zwar irgendwie im Belletristik- bis Literaturbereich anzusiedeln, aber alle haben irgendwelche Schnittstellen zu anderen Genres und ja, auf jeden Fall ganz, ganz toll, kann ich eben auch empfehlen. Und hier ist der Autor auch nochmal drauf. Ich habe ihn auch schon mal lesen sehen aus weiter Entfernung auf der Frankfurter Buchmesse, aber ich hoffe, wenn Corona eines Tages vorbei ist, dass ich mindestens mit Monja auf eine Lesung von Benedikt Wells gehen kann und wir uns einfach alles signieren lassen. Und ja, Benedikt Wells ist ein ganz, ganz großer Herzensautor für mich. Der nächste Packen Bücher stammt von Banana Yoshimoto. Und zwar habe ich hier einmal ein Kurzgeschichtenband. Ich habe sogar zwei Kurzgeschichtenbände, fällt mir gerade auf. Einmal Erinnerungen aus der Sackgasse, dann ihr wahrscheinlich berühmtestes Buch, ihre berühmteste Sammlung Kitchen und dann habe ich noch Der See. Oh, ich merke gerade, das habe ich noch nicht gelesen, von daher muss ich es jetzt erstmal zurückstellen. Aber ich fand diese beiden Bücher echt gut, aber Kitchen ist echt mein Favorit. In all ihren Geschichten geht es im Grunde um irgendeinen Verlust. Also oft ist irgendein Elternteil gestorben oder ein anderer wichtiger Mensch und unsere Charaktere müssen damit klarkommen. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Aber Kitchen ist wirklich Meisterklasse. Kann ich euch sehr empfehlen. Ist auch eines meiner Lieblinge aus dem Verlag. Dann eine Autorin, mit der ich sehr gemischte Erfahrungen gemacht habe, und zwar Amélie Nothomb. Böses Mädchen fand ich mega gut und auch wahnsinnig unterhaltsam. Amélie Nothomb hat halt immer so einen bitterbösen Ton drauf, aber der überzeugt mich nicht immer. Ich habe auch schon Der japanische Verlobte von ihr gelesen. Das fand ich leider nicht so toll. Und Die Kunst, Champagner zu trinken, habe ich auch aussortiert, weil es mich nicht gepackt hat. Also das ist ein sehr schwieriges Verhältnis, aber ich weiß auch, dass es sehr, sehr viele unter euch gibt, die Amélie Nothomb total lieben. Also von daher, go for it! Ich denke sowieso, bei den meisten AutorInnen und Büchern muss man einfach seine eigenen Erfahrungen machen. Das ist halt leider so. Dann ein Buch, das vielleicht schon zu den modernen Klassikern gehört, und zwar Paulo Coelho, Veronika beschließt zu sterben. Das ist auch ein Buch, an dem sich die Geister scheiden. Ich kann es auch sehr verstehen. Aber mir hat das Buch hier gefallen. Es geht um eine Frau, die versucht, sich das Leben zu nehmen und daran scheitert. Daraufhin kommt sie in eine Klinik, aber ihr wird diagnostiziert, dass sie an etwas anderem sterben soll, also dass sie quasi todkrank ist, und das haucht ihr dann wieder neuen Lebenswillen ein. Das Buch ist verrückt, aber ich mochte es. Und eine Autorin, die ich schon mehrmals live gesehen habe und mit der ich auch schon geschnackt habe, ist Kathrine Engberg. Die ist ja mit ihrer Krokodilwächter-Reihe im Diogenes Verlag erschienen. Ich glaube, der dritte Teil ist gerade erschienen oder am Erscheinen. Ich habe da schon gar keinen Überblick mehr. Aber den ersten Band habe ich sogar gelesen. Den zweiten will ich eigentlich auch noch mal lesen. Es ist eine Krimi-Reihe, aber überraschenderweise hat mir der erste Teil super gut gefallen. Und ich habe den ersten Teil, ich glaube, fast an einem Tag durchgesuchtet, weil ich ihn so spannend fand. Es ist natürlich ein Krimi, das muss man mögen. Nichtsdestotrotz fand ich, dass die Charaktere nicht typisch platt krimihaft sind. Vielleicht ist das auch nur ein Vorurteil, dass Charaktere in Krimis platt sind, aber hier sind sie es auf jeden Fall nicht. Und ich fand das Buch sehr gut. Ein etwas politischerer Roman, den ich sehr gut fand, war Graue Bienen von Andrei Kurkov. Hierin geht es um den Krieg in der Ukraine, der halt immer noch tobt, der zwar in den Nachrichten nicht besonders präsent ist, aber dieses Buch hat mich dazu veranlasst, mich einfach noch mal ein bisschen mehr zu informieren, und ich fand es sehr erschreckend, dass quasi so sehr in der Nähe ein Krieg tobt, über den eigentlich kaum jemand spricht, bei dem täglich irgendwelche Menschen sterben. Es geht hier um einen Imker, der sich in der grauen Zone befindet, wo täglich irgendwelche Bomben hochgehen, und er gehört da eigentlich auch zu den letzten Leuten, die da noch wohnen, und wir erfahren
etwas über seinen Alltag, aber auch über seine Bienen. Also unser Protagonist ist ein bisschen kauzig und er hat so seine Spleens und alles dreht sich nur um seine Bienen. Aber ich fand es sehr charmant und ich mochte die Geschichte auch sehr. Oh Gott, hinter mir fallen ständig Bücher um und ich erschrecke mich. Ja, zwei Bücher, die ich nie ganz gelesen habe, aber jetzt trotzdem mal in die Kamera halte, sind die Weihnachtsbücher von Diogenes. Ich habe zwei Stück, das sind glaube ich die einzigen Weihnachtsbücher, die ich besitze. Aber hier sind eben auch Geschichten verschiedenster AutorInnen vereint, sind oft auch sehr bekannte AutorInnen und ja, ich finde diese Bände eigentlich immer ganz erfrischend und finde es auch schön, dass es da verschiedene thematisch geordnete gibt. Meine Güte, die Bücher hinter mir verselbstständigen sich. Auf jeden Fall, ja, finde ich das ganz lesenswert, aber oft fange ich eben an, sie zu lesen. Ich habe auch immer markiert, welche Geschichten ich schon gelesen habe. Mal schauen, ob ich dieses Weihnachten ein bisschen weiterkomme. Eine ganz frische Newcomer-Autorin, die ich euch auch sehr ans Herz legen kann, ist Simone Lappert. Zuerst ist sie ja mit Der Sprung bei Diogenes rausgekommen und dieses Jahr kam dann eben noch Der Wurfschatten hinzu. Wurfschatten ist allerdings ihr Erstling und bei beiden Büchern merkt man sehr, dass Simone Lappert auch aus der Lyrik kommt und dementsprechend mit der Sprache spielen kann. Aber auch die Geschichten, die sie erzählt, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also Wurfschatten spielt eher in kleinerem Rahmen. Ich fand es aber auch ganz, ganz toll. Es geht um eine Depression. Es geht auch um eine Liebesgeschichte, die aber nicht völlig klassisch und linear ist, sondern die im Endeffekt so ist, wie sie im echten Leben ist. Der Sprung ist da schon ein bisschen größer dimensioniert. Wir begleiten hier auch sehr verschiedene Charaktere und alles dreht sich um eine Frau, die auf einem Hochhaus steht und alle denken, sie möchte springen. So, zwei gelesene Bücher habe ich noch und zwar einmal Shutter Island von Dennis Lehane. Dazu gibt es ja auch einen sehr guten Film. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch sehr gefeiert. Ich habe es in einer sehr, sehr schweren Phase in meinem Leben gelesen und es war eine Phase, in der ich nicht jedes Buch lesen konnte und ja, wo ich auch ein Buch brauchte, das mich wirklich abholt und aus dem Alltag raussaugt. Und das hat dieses Buch hier geschafft. Es war unheimlich spannend. Es geht um eine Insel, auf der eine Anstalt für Straftäter ist. Aber nicht irgendwelche Straftäter, es sind wirklich Straftäter, die sehr, sehr schwerwiegende, schlimme Taten vollbracht haben. Und eine der Inhaftierten ist ausgebrochen. Und wir begleiten zwei Ermittler, das Ganze spielt in den 50er Jahren, die eben versuchen zu erforschen, was da los ist. Allerdings merkt man sehr schnell, da ist irgendwas völlig komisch und es ist im Grunde genommen nicht so, wie es scheint. Ist eine dicke Empfehlung. Und im letzten Jahr bin ich auf einen Autoren gestoßen, der mich schwer begeistert hat und das ist Thomas Meyer. Ich habe jetzt nur den zweiten Band in der Diogenes-Ausgabe da, hatte den ersten aber auch als Diogenes-Ausgabe gelesen. Ich habe jetzt allerdings die illustrierten Ausgaben aus der Büchergilde. Aber in Thomas Meyers Wolkenbruch-Büchern geht es um den jungen Wolkenbruch, der in einer orthodox-jüdischen Familie in Zürich aufwächst. Und ja, da kommt es eben zu Problemen, denn die Mutter möchte ihn unbedingt verheiraten, aber ihm schmeckt das nicht so richtig. Und ja, dieser Problematik folgen wir im ersten und im zweiten Band und mal schauen, ob es irgendwann mal einen dritten geben wird. So. Diese Bücher sind jetzt noch über und ich habe mal durchgezählt. 24 Bücher habe ich schon gelesen, 10 nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Quote. Und dennoch will ich euch jetzt einmal kurz zeigen, welche Bücher ich denn noch nicht gelesen habe. Ich habe hier einmal Bielefeld und Hartlieb. Ich fand die Bücher über ihre Buchhandlung von Petra Hartlieb ganz toll und dachte mir, ich möchte mehr von ihr lesen. Da gibt es eben aber nur die Krimis, die sie zusammen mit dem Herrn Bielefeld geschrieben hat und ja, ich möchte hiermit auch nochmal irgendwann anfangen. Ich glaube, ich hatte es mal auf einer Bahnfahrt mit und habe da aber nur zwei Seiten gelesen, nicht der Rede wert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ganz spannend sein könnte und mich vielleicht doch ein bisschen mehr vom Krimi-Genre begeistern kann, obwohl wir ja hier in dem Video jetzt schon Krimi hatten, den ich echt gut fand. Dann habe ich hier noch Erich Hacke, Als ob ein Engel. Hier geht es um eine verschwundene Frau in Argentinien und ich glaube, das hier ist eine Geschichte, wie es gewesen sein könnte. Ich habe mich aber noch nicht allzu sehr mit dem Buch beschäftigt, das sollte ich vielleicht mal tun. Ein Buch, von dem ich schon relativ viel gehört habe, ist von Astrid Rosenfeld, Adams Erbe. Es geht hierin um einen
jungen Mann, der seinem, ich glaube seinem Großvater, ja doch, seinem Großvater vor zwei Generationen sehr, sehr ähnelt. Und ich bin mir nicht sicher, ob hier beide Geschichten erzählt werden oder nur die des einen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Zu diesem Buch habe ich inzwischen auch ein paar gemischtere Meinungen gehört. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es mich interessiert. Dann habe ich noch ein Buch von Banana Yoshimoto, Der See. Das habe ich auch noch gar nicht gelesen. Und das ist jetzt diesmal ein Roman und keine Kurzgeschichtensammlung. Und dann habe ich von Anna Stothard Museum der Erinnerung. Es geht hier um eine Frau, die auch im Museum arbeitet. Sehr viel mehr weiß ich noch gar nicht. Das Buch habe ich Anfang des Jahres mitgenommen, als ich bei Annika Maas zu Besuch war. Und sie hatte ein paar Bücher aussortiert und da durften wir mal durchschauen, ob es da irgendwas gibt. Und von diesem Buch hatte ich noch gar nicht gehört und deshalb dachte ich mir, ich nehme es mal mit. Aber ihr seht ja, ich habe es noch nicht gelesen. Mein wahrscheinlich aktuellster Diogenes-Kauf, den ich aber auch noch nicht gelesen habe, ist Rote Kreuze von Sascha Filipenko. Das möchte ich eigentlich auch unbedingt mal lesen. Es geht um eine Geschichte, die in Russland spielt. Wir haben es mit einem jüngeren Mann zu tun, der in eine Wohnung neu einzieht und er hat eine ältere Nachbarin und zwischen den beiden entsteht eine ganz besondere Freundschaft. Ich bin super gespannt drauf. Irgendwie war bisher noch nicht die Zeit dazu, also ich habe es einfach noch nicht gefühlt, aber ich bin gespannt, wann ich dazu greife. Eigentlich habe ich total Lust auf diese Geschichte. Und noch ein etwas aktuelleres Buch ist von Joey Goebel, Irgendwann wird es gut. Das ist, soweit ich weiß, auch eine Kurzgeschichtensammlung, die verschiedene Schicksale beleuchtet. Sehr viel mehr weiß ich darüber auch noch nicht. Drei Bücher habe ich noch, das nächste ist auch so eins, von dem ich eigentlich gar nicht so viel weiß, aber das ich einfach mal günstig mitbestellt habe. Und zwar Jack von Anthony McCarten. Von dem habe ich auch noch gar nichts gelesen. Ich bin super gespannt. Aber das Cover gefällt mir sehr gut. Das sieht so nach 60er Jahre aus. Könnte spannend werden. Ja, und noch einen dritten Krimi zeige ich euch in diesem Video. Und zwar von Mick Herron, Slow Horses. Mick Herron habe ich auch schon auf diversen Veranstaltungen live gesehen. Und seine Geschichten klingen eigentlich ganz spannend. Es geht hier um eine Einheit beim britischen Geheimdienst. Ja, wo quasi die Slow Horses, die langsamen Pferde reinkommen. Und Slow Horses, das klingt ja schon gar nicht mal so charmant, aber es ist eben auch nicht so charmant. Es sind einfach die Agenten oder ehemaligen Agenten, die nicht mehr zu gebrauchen sind aus verschiedensten Gründen und die werden dann in diese Einheit gesteckt. Dazu gibt es auch mindestens einen zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, ob es einen dritten gibt, aber ich finde die Gestaltung hier auf jeden Fall sehr schön. Diogenes ist sich ja sonst immer sehr treu mit den weißen Büchern und hier wird mal ein bisschen ausgebrochen, aber ich finde das Cover wunderschön. Es hat halt sowas von U-Bahn und dann haben wir noch den Big Ben im Hintergrund. Ist ja eigentlich ganz nett. Und das allerletzte Buch, das ich euch zeige, ist ein sehr persönliches, würde ich sagen, obwohl ich dieses Buch noch nicht gelesen habe und eigentlich auch nicht das Bedürfnis habe, es zu lesen. Und zwar geht es um Balthasar Gracians Handorakel und Kunst der Weltklugheit. Also ja, im Endeffekt wahrscheinlich ein eher philosophisches Werk, ist auch übersetzt von Arthur Schopenhauer. Und das habe ich zu meinem Abitur von meiner Philosophielehrerin geschenkt bekommen. Und auch, wenn ich dieses Buch noch nicht gelesen habe und vielleicht auch nie lesen werde, werde ich dieses Buch niemals aussortieren. Hier ist natürlich eine Widmung drin und ja, gerade wenn man so eine Lehrerin hatte, mit der man viel durchgestanden ist, also gerade so im Abiturjahrgang und zu der man ein gutes Verhältnis hatte, dann ist das definitiv ein Buch, das man niemals weggeben kann. Und im Grunde genommen ist diese Frau auch mein absolutes Vorbild, was die Büchersammlung anbelangt, denn als Philosophie- und Deutschlehrerin hat man natürlich das ganze Haus voll mit Büchern stehen, aber ihre Wohnung war wirklich eine Bibliothek. Da war jede Wand ausgenutzt, über den Türen waren Wandregale, es gab dann noch ein Zimmer, das quasi nur eine Bibliothek war und ja, ich glaube, ganz so eskalieren werde ich es bei mir nicht lassen, aber ich lese ja auch nicht beruflich, von daher ist das vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber ja, das sind so richtige Bookshelf-Goals. So, jetzt mache ich was taktisch Unkluges. Das Regal ist leer, aber ich bin jetzt nochmal meine gelesenen Bücher durchgegangen und zeige euch jetzt die Bücher, die ihr unbedingt gelesen haben müsst. Oder solltet, könnt. Meine Highlights halt. Und zwar haben wir da einmal Becks letzter Sommer. Das ist jetzt keine Überraschung. Im Grunde sind das alles keine Überraschungen. Der Dieb von Fuminori Nakamura finde ich auch unheimlich lesenswert. Es ist auch eine relativ kurze Lektüre, aber umso spannender. Kurz und knapp, richtig schön knackig, kann man mal lesen. Macht wahnsinnigen Spaß.
Kitchen von Banana Yoshimoto fand ich sehr tiefgründig, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und zum Schluss für alle, die ein bisschen Spannung brauchen, nochmal der Dennis Lehane. Und das war's jetzt von mir und meinen Diogenes-Büchern. Ich hoffe, ich konnte die meisten Fragen beantworten. Aber falls ihr noch welche habt, schreibt sie unheimlich gern in die Kommentare. Schreibt genauso gern, was eure liebsten Bücher und AutorInnen aus dem Diogenes Verlag sind. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.